finde übrigens diese Schüssel so cool. Guck mal, was da steht. Ein Scheiß muss ich. Ja, und da kommt jetzt immer Mandelmilch noch drüber. Wir mögen am liebsten die mit den gerösteten Mandeln. Ja! Okay. Warte, ich muss mal schnell zu Easy. Oh Leute, als wenn nicht jeder Tag immer noch schlimmer werden könnte. Ich glaube, der Hamster stirbt. Ich glaube, Isis Hamster stirbt. Die Poppy, die ist jetzt 2 Jahre alt. Schaut gar nicht gut aus gerade. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir noch zum Tierarzt gehen oder ob wir das ersparen. Also, mein Gott. Jetzt muss ich mir erstmal schnell sammeln. Das ist nur so ein Tierchen, ne? Aber die ist schon so süß gewesen. Und also Leute, ich muss mich mal schnell sammeln und dann melde ich mich gleich wieder. Was? Warum ist jeder Tag schlimmer als der andere? Also die Easy ist jetzt da zum Frühstücken. Mein Gott, den Tag haben wir uns auch irgendwie anders vorgestellt. Und ja, ich mache es jetzt gar nicht auf. Poppy ist da unten drin. Jetzt hoffen wir mal das Beste. Und vor allem, dass er nicht leiden muss. Soll ich doch mit ihr zum Tierarzt fahren? Soll ich selber entscheiden, wenn es ist? Nee. Okay. Warte, ich räume dir mal den Tisch frei. Jetzt sind wir also wieder da, zurück vom Tierarzt. Poppy hat jetzt noch eine Spritze bekommen. Das ist das, was wir jetzt nochmal probieren. Mit Antibiotika. Einfach weil sie auch noch nicht so wirklich apathisch ist, sondern doch noch relativ agil. Das sind wir ihr ja auch schuldig. Und jetzt gucken wir mal, wie es ihr bis morgen geht. Ja, aber es ist schon immer traurig, wenn so ein kleines Tierchen krank ist. Vor allem, wenn man halt weiß, gell, sie ist jetzt 2 Jahre alt. Aber da ist auch ein Schmerzmittel jetzt dabei und ja, jetzt bringe ich sie mal hoch. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das Antibiotika wirkt. Zumindest ist da auch ein bisschen ein Schmerzmittel drin. Das heißt, dass es ihr auf jeden Fall besser geht, egal wie die Sache jetzt hier ausgeht. Oh Mann, kleine Poppy. Ich habe mir jetzt erst noch mal einen Kaffee gemacht. Irgendwie auf den Schreck brauche ich jetzt noch mal einen Kaffee, bevor ich mit den Hunden rausgehe. Jetzt ist der Schaum weg. Oh, ich habe noch die Wäsche aufgehängt und habe mir gedacht, ah, egal. So. So, seid jetzt ein bisschen weiter weg, aber ich will jetzt nicht das andere Stativ holen, weil ich halt sowieso gleich rausgehe mit den Hunden. Ich habe jetzt beim Tierarzt gleich noch gefragt, gell, was das kostet mit der Kastration vom Bärtel. 320 Euro. Ich weiß, ich glaube, beim Rocky habe ich die Hälfte gezahlt oder so. Ist auch schon fast 10 Jahre her. Hey, aber der muss unbedingt, also da führt gar kein Weg dran vorbei, aber jetzt nicht mehr vorm Urlaub, weil wenn dann doch irgendwas ist oder es gibt Komplikationen oder so, dann ist mir das jetzt zu knapp. Aber nach dem Urlaub, schnipp, schnapp, sage ich dann nur. Man hat schon immer so zu tun, gell, so mit den ganzen Haustieren und so, irgendwas ist immer, aber 320 Euro, ja, die muss ich jetzt auch erstmal irgendwie herbeizaubern. Aber gut, ne, bis jetzt habe ich alles geschafft und ich muss mir einfach immer öfter sagen, gell, dass ich das einfach auch alles alleine schaffe, also so wie ich jetzt lebe, seit, ich weiß schon gar nicht mehr, ja, seit 1,5 Jahren, seit fast 2 Jahren, ich meine, da habe ich alles alleine geschafft. Und auch wenn es manchmal schwer ist und auch wenn nicht alles perfekt ist und auch wenn viel liegen bleibt und auch wenn ich manchmal keine Lust habe und auch wenn ich manchmal denke, ich schaffe es nicht, irgendwie schaffe ich es dann doch. Da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe ja vorher auch nicht viel Unterstützung gehabt. Ich habe eigentlich gar keine Unterstützung gehabt. Also muss ich jetzt schon mal so sagen, ne? Egal wer das jetzt sieht. Und ich glaube, viele wissen es auch.
die mich kennen. Aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man dann tatsächlich ganz alleine ist. Bin dann direkt noch in den Rewe zum Einkaufen gegangen. Dann war das auch erledigt. Und ja, Erdbeeren sind mir noch zu teuer und die schmecken auch noch nicht. Da ist offen, Mund. Also ich mache das total gerne, wenn ich irgendwas vorhab, weil ich mag es persönlich, mir schmeckt das nicht so gut, aber die Kinder mögen es halt total gern. Also mache ich das meistens, wenn ich irgendwie was vorhab, so wie heute, und erst spät zurückkomme, beziehungsweise selber zum Essen gehe. Und das backe ich jetzt fertig im Ofen. Und ja, dann sind die Kinder auf jeden Fall gut versorgt und freuen sich. Für die Easy der Vegetarische, für den Tobi der Normale. Ich habe jetzt übrigens gerade nochmal nach Poppy geschaut. Schaut nicht gut aus. Also ich sehe da noch gar keine Verbesserung zu heute Morgen. Dann hat sie so ein bisschen an so einem Mehlwurm rumgeknabbert, aber die atmet so schnell. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, Fakt ist halt, sie hat halt eine Lungenentzündung und sind wir mal ehrlich, Hamster werden halt einfach nur mal nicht älter als 2 Jahre. Wenn man Glück hat, 2,5. Aber dann sind die ja schon so alt, dass jede Erkrankung, denke ich mal, sehr kritisch ist. Also, aber ich kann jetzt nichts machen. Wir sind ja so verblieben, dass wenn es halt jetzt gar nicht besser wird, muss ich morgen früh halt nochmal hin und dann. Aber ich hoffe, dass sie sich entweder tatsächlich erholt oder friedlich einschläft. Oh Mann, ey. Arme Easy. Kennt ihr das? Irgendwas ist immer noch zu tun. Jetzt habe ich wieder gesehen, dass im Wäschetrockner noch die Wäsche ist und habe die andere Wäsche zum Trocknen. Irgendwie ist immer was zu tun, aber ich lasse das jetzt, ich schwöre es euch, ich lege das jetzt noch zusammen, dann bringe ich es hoch, dann hole ich mir was zum Anziehen für später und dann gehe ich. Ich gönne mir heute einfach mal den freien Nachmittag und Abend. Ich mache jetzt nur noch diese Wäsche und dann bin ich weg. Ich habe aufgeräumt, ich habe gekocht, ich habe für die Kinder alles vorbereitet, ich habe die Hunde gefüttert. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal und mache was für mich, weil ich finde das auch super wichtig. Ich hoffe, ihr macht das auch. Das muss man erst lernen. Ja, freue mich. Ich packe jetzt heute mal meine große Sporttasche, weil ich danach nach dem Sport direkt zum Essen gehe. Und ja, ist immer ein bisschen doof. Dusche immer lieber zu Hause, aber das lohnt sich nicht, nochmal heimzufahren. So, bitte nicht auf mein Auto achten. Ich muss unbedingt sauber machen. Aber ich bin jetzt da. Mit einer Hand, das ist ja alles immer total doof. Kann er zumachen. So, jetzt geht's mal los. Oh Gott, ich habe schon wieder schlimme Sachen gesehen. Assault Bike ist am Start, glaube ich. Oh, so. Super Perspektive. Egal. So, ich stelle mir jetzt meine Sachen schon mal gleich alle hin. Ziehe ich ein paar Schuhe. Trinken.
Leute, ich bin jetzt so fertig. Seht ihr überhaupt? Ich gehe jetzt hier schnell duschen. Und dann habe ich mir mein Essen echt verdient. Das war so, so schlimm. Dieses Assault Bike. Ich habe zwischendrin echt gedacht, ich muss kotzen. Ja, also ich gehe jetzt duschen. So, ihr Lieben, ich mache hier mal ein Hochformat, weil der Spiegel gerade so schön ist. Ich bin jetzt fertig. Meine Haare habe ich jetzt leider nicht gewaschen, aber das geht schon. Ich gehe jetzt zum Essen, treffe mich mit Freunden und ja, irgendwie ist mir da ein Haar. Die Jeans ist mir auch schon zu groß, aber egal, das nimmt man ja gerne in Kauf. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wie gesagt, ich gehe jetzt zum, wo gehen wir eigentlich hin, zum Vietnamesen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.